Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir haben in der letzten Folge jetzt am Ende noch einmal ordentlich ausgebaut, unser Schiff. Und können wir hier drunter auch eigentlich Waffen aussetzen, bauen? Stelle ich mir auf jeden Fall die Frage. Es ist auf jeden Fall jetzt schwerer und größer geworden. Und ich stelle mir auch die Frage, wie sieht das jetzt von innen aus? Wir haben da jetzt einiges ausgebaut. Und okay, hier haben wir schon mal einen Raum. Was haben wir hier genau jetzt gemacht? Hier. Was ist das jetzt? Hier ist er schon mal. Gemeinschaftsraum. Was haben wir hier? Was ist denn das? Be quiet. Weißt du, ich liebe Cydonia echt. Das geht nur leider sonst niemandem so. Sam Cow. Hier haben wir nochmal zwei Schlafplätze. Also haben wir jetzt ein bisschen mehr für die, dass die hier gucken können. Also rumchillen können. So, Kombüse. Hier können die kochen. Ja, was gibt's? So, hier können wir auch nochmal rausgucken. Okay, die können bis hier hindurch. Hier haben wir noch ein Klo. Falls mehrere Personen gleichzeitig müssen. Das ist schon mal gut. So, was haben wir denn auch noch auf der anderen Seite bestimmt? Hier haben wir einen Eingang. Okay, das sieht auch cool aus. Und hier geht's auch nochmal nach oben. Okay, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, nach oben zu gehen. Lagerkiste haben wir hier. Und was haben wir? Was haben wir hier? Was ist das? Ich finde das super, dass wir hier immer mehr ausbauen. Und oben haben wir ja auch noch ein bisschen was gemacht. Wir werden uns noch irgendwann richtig damit auseinandersetzen, was wir hier für unser Schiff brauchen und was nicht. So, hier erste Hilfe. Hier haben wir nochmal zwei Spinde. Okay, sieht nice aus. So, aber looten können wir unsere eigenen Sachen hier nicht, unser eigenes Schiff. Aber ich finde es trotzdem mega. Und hier ist jetzt halt meine Kapitänskajüte mit meinem Tisch. Dann chillen die hier nicht mehr rum. Und was haben wir hier? Hier haben wir die Werkstatt. Und was haben wir da? Das ist die Werkstatt. Was haben wir hier machen? Industrielle Werkbank. Hier können wir das alles. Die Dinger brauchen wir. Okay. Aluminium haben wir. Okay, hier können wir alles herstellen. Dann können wir hier Anzugwerkbank. So, Anzug Constellation. Okay, wir haben. Wir haben für einiges nicht die Teile, die wir brauchen. Skin können wir auch nicht machen. Können wir hierfür irgendwas machen? Wenn wir eine Sache machen können, Boost Pack. Dann haben wir zumindest eine weitere Quest erledigt. Ja, das mit den Skins finde ich schade. Das können wir machen. Schussabschirmung. Ja. Dann haben wir eine Quest jetzt erledigt, die wir machen mussten.
Waffenwerkbank. So, modifiziert Aeon, modifiziert Maelstrom. So, ja, könnten wir eigentlich... Ich guck mir das erstmal nur an, ja? Also, umbenennen werden wir die auch irgendwann. Was ist das? Hier ist nichts. Safety Protocol. Remember the follow all decontamination procedures before exiting this area. Okay, immerhin haben wir hier schon eine eigene Werkstatt. Okay, und... Ah, okay, wir können jetzt nicht mehr hier rüber nach oben gehen, sondern hier rüber. Hier ist jetzt nur noch von hier der Weg nach oben. Das müssen wir irgendwie gucken, dass wir das anders umsetzen hier. So, aber wir müssen jetzt... Oh Gott, ich trete buchstäblich in deine Fußstapfen. Warte mal, können wir hier die Leute dann jetzt auf unser Schiff, Crew, können wir jetzt 5 hier reinpacken? So, Barrett kommt hier rein, Hella kommt hier rein. Du hast die maximale Anzahl Zuweisungen von Crewmitgliedern deiner Schiffsbefehlsstufe erreicht. Okay, warte mal, dann... Ja, okay, Barrett kommt dann aufs Schiff. Argonian Mate, Argonian Mate. Also 1, 2, 3, 4. Und ich bin dann wahrscheinlich der 5. oder wie? Wie cool ist das denn? So. Ist jetzt Barrett hier irgendwo? Können wir ihn sehen? Können wir ihn finden? Wo ist Barrett? Barrett? Oder ist er noch auf dem Weg hier? Ich weiß es nicht. Nein, komm. Ich will hoch. Okay, wir müssen schon die Leiter nehmen. Wir können da nicht einfach so hochspringen. Wäre zu schön gewesen. Er chillt hier. Wir werden hier aber noch richtig dicke Wohnquartiere reinmachen und so. Aber Barrett ist noch nicht hier oder chillt er hier? Die Leiter ist im Weg. Ich möchte die gerne hier weghaben. Mal gucken, wie wir das vielleicht noch umbauen können. Irgendwann. Aber ich will jetzt mal weiter. Nach Aquila City wollen wir jetzt. Und abheben. Ist schon ein kleines Monster. Sieht gut aus. Ist wirklich schon ein kleines Monster, was wir hier haben. So. Gehen wir von hier mal ein bisschen weg und von hier. Und machen hier mal alles rein. Rambler, Responsor, alles von der UC. Da haben wir Siedler. Wir wollen dahin nach Chayan. Mission. Ah, okay, wir kommen nicht so einfach dahin. Wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen. Okay, wir müssen erstmal hierhin nach Sakharov. Ring. Geht's los? Ja. Erstmal nach Sakharov.
Sind Kraftsprünge nicht das Größte? Sakharov. Mir 2, Mond von Bonner, Sakharov, System. 40 Erfahrungspunkte, gibt das? Okay. Können wir dahin? Einfach hin? Ich würde schon lieber gerne in die Richtung. Geht das jetzt? Immer noch nicht. So, wir sind da. Und nach Cheyenne. Müssen wir jetzt nach Olympus. Olympus. So. Ist erstmal jetzt. Ist erstmal jetzt eine richtig lange Reise. Sprung abgeschlossen. Antrieb wieder normal. So, was haben wir denn da? Nesoi, Olympus-System. Der Almagest. Die Almagest. Scheint tot zu sein. Aber okay, wir wollen dahin jetzt weiter. Und jetzt müsste es klappen. Ja, jetzt klappt's. Boah, ich freue mich schon. Aquila City, die nächste große Stadt hier zu sehen. Greifantrieb fährt herunter. Systeme okay. Oh, das hat da jetzt ein paar Frames gekostet. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir dein Schiff scannen. Level 9 haben wir geschafft. Okay, nice. Da wollen wir hin. So, können wir scannen? Okay, wo müssen wir genau hin? Da müssen wir hin. Aquila City. Reise nach Aquila City. Was haben die hier? Aluminium. Wasser. Und Nickel. Aber wir landen erstmal. Anorganische Ressourcen treten in verwandten Gruppen gebündelt auf der Oberfläche auf. So, okay. Aquila City, ich bin jetzt gespannt, wie hier... Bringen wir den Vogel runter. Wir sind jetzt aber nachts gelandet. Okay, hier haben die mehrere Landestationen. Ich würde aber gerne tagsüber hier jetzt sein. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Jo, kein Problem. Hast du was für mich? Nee, ich habe jetzt gerade nichts für dich. Ich würde gerne wissen, wo Barrett ist. Oft denke ich, was würdest du machen, wenn du in meinen Schuhen stecken würdest? Ich habe aber kleine Füße. Ja, also Barrett habe ich jetzt bisher nicht gesehen. Ich will es trotzdem noch mal so versuchen. Ja, es klappt doch. Du bist nicht Barrett. Sam Cole, aber wo ist... Ja, du bist im Weg. Jetzt ehrlich, wo ist Barrett? Ah, hier ist er. Immerhin ist er jetzt hier. Und wir gehen raus.
Aber wir können ja auch rumlaufen ohne Anzug. Ja. Wer ist denn das, der da auf uns zukommt? Wir gehen mal in seinem Tempo auf ihn zu. Sam, achso. Alles klar, wir sind hier. Bist du bereit? Wenn wir nämlich angefangen haben, hast du mich an der Backe, bis es vorbei ist. Und was ist mit Cora? Kommt die auch mit? Sie bleibt meistens auf dem Schiff. Dauert noch ein paar Jahre, bevor ich sie in irgendeiner Spelunke Whisky trinken lasse. Okay, verstanden. Legen wir los. Ich muss dir noch was sagen. Ich bin ein Co. So wie in Solomon Co., der erste Mensch auf Aquila. Die Geschichte, die ich erwähnt hatte, die wohl mit einem Artefakt zu tun hat, das ist eine Art Familienlegende. Solomon hat Jahre damit zugebracht, Aquila zu kartografieren. Und er hat auf seinen Sensoren ein einziges Fleckchen Nichts entdeckt. Ein Nichts wie von einem Artefakt. Er hat es das leere Nest genannt. Nicht einmal die Fauna von Aquila hat sich hingewagt. Moment. Ich will mich noch kurz... Solomon Coe ist ein Vorfahr von dir? Deine Familie hat Aquila City gebaut? Ja, und die Coes genießen das seit inzwischen 10 Generationen. In den Geschichten erscheint Solomon als überlebensgroße Gestalt. Aber wenn man sich Aufzeichnungen von ihm anhört, merkt man, er war ganz simpel. Er wollte einfach nur vorankommen. Warum sucht ihr es nicht einfach mit einem Planetenscan? Weil man absolut rein gar nichts finden würde. Bei dem ganzen Raumschiffverkehr sind Gravitationsanomalien schwer zu finden. Ganz zu schweigen von der ganzen Elektronik in der Stadt und den Sicherheitsscramblern, die Freestar oder Schmuggler im Grenzland einsetzen. Okay, also finden wir dieses leere Nest und dann das Artefakt. Solomons Karten liegen in der örtlichen Galbank-Filiale. Da wollen wir hin. Okay. Begib dich zum Galbank-Tresorraum. Mir wäre es lieber, wenn wir am Tag hier angekommen wären. Aber okay, nachts geht das wohl auf. Sieht ja auch echt wie so der Wilde Westen aus. Ein bisschen wie Fallout hier. Das ist, glaube ich, auch mehr an Fallout orientiert, das Ort. Was haben wir hier? Handelsaufsichtautomat. Haben wir wieder was zum Verkaufen? So, sonstiges. Nur die Dietriche. Die behalten wir bei. Neuen Reaktor. Der läuft noch unter der Herstellergarantie. Ja, ich bräuchte eine Rechnung. Warum das denn? Ist das immer derselbe Typ? Richtlinie. Kann ich sie einfach auf einen Zettel schreiben? Ein Laib Brot würde es auch tun, solange deine Unterschrift drunter ist. Hey, wie kann ich dir helfen? Ja, ich würde gerne. Heutzutage ist es echt gefährlich da draußen. Hallo, ich wollte mit dir reden. Schiffs. Sollen wir was reparieren? Zeig mal, was du für Schiffe im Angebot hast. Findest sicher was, was dir gefällt. Ja, hoffentlich. Watchdog. Sieht auch cool aus. Dann die Ranger. Rambler kennen wir. Responder. Oh, Stronghold. Okay, der sieht nice aus. Ist auch ein Frachtschiff, okay. Schild 1600. Okay, der ist aber auch 400 Riesen. Das wird wohl dauern, bis wir was... Ui, ruckel, ruckel. Bis wir uns ordentlich Schiffe leisten können. Okay, hier laufen die auch schon eher so... Halt! Auf Befehl von Marshal Daniel Blake muss ich berichten, dass es ein Problem bei der Galbank gibt. Es könnte Gefahr bestehen. Halte also lieber Abstand. Okay. Ich merke es mir, was ist denn los? Ist Marshall Black für die Security verantwortlich? Normalerweise nicht, aber er hat übernommen, weil die Bankräuber zur Shaw-Bande gehören.
Der Marshall hat viel Erfahrung im Umgang mit der Gang. Also hat er das Kommando. Und wie komme ich zur Gelbank? Die ist gleich da hinten rechts. Es ist alles abgeriegelt. Also halte lieber Abstand, wenn du nicht helfen kannst. Ja, klar. Und was ist denn los? Ich weiß nur, dass es einen versuchten Bankraub gab, der schiefgegangen ist. Wenn du die ganze Geschichte willst, musst du den Marshall fragen. Ja. Ich merke es mir. Wenn du glaubst, du kannst helfen, rede mit dem Marshall. Ehrlich gesagt läuft es nicht so gut, habe ich gehört. Die Räuber lassen uns sicher nicht in Ruhe den Tresor der Galbank durchstöbern. Wir müssen die Sache irgendwie beschleunigen. Gut, okay. Ist schon Bankraub mit Hindernissen? Aquila City. Ich habe gefühlt mein halbes Leben damit zugebracht, hier wegzukommen. Wenn du jemanden findest, dem wir vertrauen. Zum Beispiel? Nicht du, keiner von deinen Rangern und auch nicht die Stadtwachen. Okay, mach deinen Blake. Quatsch mal. Was zur Hölle soll ich damit denn anfangen? Gut, wir helfen mal. Zurücktreten, sofort! Klingt, als könntet ihr Hilfe brauchen. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich kenne dich nicht. Und jetzt tritt bitte zurück. Aquila City, wie es lag und lebt. Mir wird es nie langweilig. Da brat mir doch einer einen Morph. Sam Coe. Ist lange her. Du bist vermutlich nicht hier, um dir deine Marke zurückzuholen. Pass auf, Sam. Nur damit das klar ist. Ich gebe dir nicht die Schuld. Von den anderen bekommst du aber wohl eine andere Begrüßung. Danke. Nett, dass du das sagst. Okay, was passiert? Ein wenig habe ich die Begrüßung wohl auch verdient. Aber trotzdem, danke. Ihr habt ja wohl ein kleines Problem und meine Begleitung hier könnte die Lösung sein. Okay, Sam. Ich vertraue deinem Urteilsvermögen. Die Schaubande hat versucht, den Laden zu überfallen, wurde aber von einer Wache gesehen. Sie haben alle im Gebäude als Geiseln genommen und Wachen postiert. Wir können also nicht reingehen. Sie kommunizieren über das Intercom. Sie müssen doch schon Forderungen gestellt haben. Klingt, als hätten sie euch böse überrascht. Ganz schön peinlich. Die Schaubande? Eine große Schmugglerbande, die sich außerhalb der Stadt versteckt. Sie nehmen jeden auf, ob Neuling oder Veteran. So schlecht wie das hier vorbereitet war, sind die da drin wohl blutige Anfänger. Vermutlich ihr erster Versuch, eine Bank zu überfallen. Was für uns gut ist. Sie wünschen sich wahrscheinlich gerade, sie wären einfach zu Hause geblieben. Ja, sie müssen doch schon Forderungen stellen. Sie reden nicht mit mir. Vertrauen niemanden mit Marke. Sie wollen einen neutralen Unterhändler. Sie hatten also keinen Plan für diese Situation und schinden Zeit, um sich einen zu überlegen. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Wenn ich mich unbemerkt reinschalten kann, kann ich sie ratzfatz ausschalten. Und wie sieht dein Plan aus? Ohne Forderungen habe ich keinerlei Ansatzpunkte. Wir können nur abwarten. Wenn ich mich unbemerkt reinstellen kann, kann ich sie ratzfatz ausschalten. Vielleicht später. Aber erst einmal redest du einfach nur mit ihnen. Finde raus, was sie wollen. Und erstatte mir dann Bericht. Geh es behutsam an. Nutze jede Gelegenheit zur Deeskalation. Du packst das. Hey, ihr da in der Bank. Ich schicke jemanden zum Verhandeln rein. Ich will deine Hände sehen. Und keine Spielchen, klar? Die Security ist ein Witz. Ich lauf mal langsam dahin. Da ist ganz schön was geboten, oder? Maria Starrett. So, achso, da ist eine Kamera. Da kann ich wohl so dahin gehen. Du sollst also mit uns verhandeln, ja? Ja. Tja, wenn du glaubst, du spazierst hier einfach rein und überredest uns zum Aufgeben, vergiss es. Bringen wir es einfach hinter uns. Ich will erst einmal wissen, mit wem ich rede. Wie heißt du? Jet Bullock. freut mich, Jet. Ich bin Max Deus. Wow, du bist aber höflich. Also, woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich bin höflich. Ich gebe dir mein Wort, Jet. Ich will euch nur helfen. Vertrau mir, das tut der Marshall auch. Glaubst du wirklich, ihr hättet eine Wahl? Komm, ich kenne dich nicht. Warum sollte mir dein Wort also irgendwas bedeuten? Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass niemandem was passiert. Versprochen. Ich stehe auf keiner Seite. Das kaufe ich dir nicht ab.
Mir ist klar, dass ihr mir nicht vertraut, aber ich bin im Moment nur eure einzige Chance. Naja, das wird schwer. Du hast schon recht. Mit mir zu reden ist eure einzige Chance, ihr Leben rauszukommen. Ihr werdet doch jetzt sicher lieber Warner statt in einer Bugfest. Ihr könntet doch inzwischen sicher einen Tapetenwechsel brauchen. Ja? Ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ich verstehe das. Du willst kein Risiko eingehen. Wem du vertraust, aber es gibt nur mich. Okay, gut. Ich stehe. Jetzt kann ich mal versuchen. Stehe auf keiner Seite. Ja, Erfolg. Okay, du bist anscheinend nicht nur eine Marionette des Marshalls. Du willst, was wir wollen. Ein Happy End ohne Verletzte. Also, reden wir. Was sind eure Forderungen? Ihr wollt doch irgendwas, also fang an zu reden, bevor ich anfange, mich zu langweilen. Wie geht es den Geiseln? Sie reden viel zu viel, beschweren sich über jeden Scheiß. War nicht leicht, aber bisher haben wir niemanden erschossen. Okay, was sind eure Forderungen? Wir wollen sicheres Geleit zum Raumhafen und ein Schiff. Wir setzen die Geiseln irgendwo an einem sicheren Ort im System ab. Danach geben wir durch, wo sie sind, und der Marshall und seine Crew können sie abholen kommen. Aber wenn uns jemand aus dem Orbit folgt, fangen wir an, Leute zu erschießen, klar? Es könnte eine Weile dauern, ein Schiff zu besorgen. Woher weiß ich, dass ihr Wort haltet? Glaubst du etwa, wir wollen hier eingesperrt bleiben? Scheiße, nein. Das ist ziemlich viel verlangt. Es könnte eine Weile dauern. Scheiße, die Freestar Ranger haben Schiffe. Sollen sie uns eins von ihren geben? Die ganze Sache ist komplett schiefgelaufen. Es sollte ein schnelles Ding sein. Sauber und simpel. Rein, raus. Also bleiben wir einfach alle cool, okay? Meine Jungs drehen hier drin nämlich durch. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch aushalten. Es ist noch nicht zu spät, das friedlich zu beenden. Komm, ich versuche noch einmal. Wie meinst du das? Wenn auch nur eine Geisel stirbt, wird das wird aus der Anklage wegen Raub eine wegen Mord. Wollt ihr das? Mist, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Bisher ist niemandem etwas passiert. Wenn ihr euch jetzt ergebt, ist der Richter vielleicht gnädig. Die Geiseln haben euch nichts getan. Lasst sie nicht für eure Fehler bezahlen. Na komm, ich mach das hier. Vielleicht hast du recht. Wenn niemand verletzt wird, verbringen wir nicht unser restliches Leben im Knast. Mhm. Ergebt euch, bevor jemand verletzt wird. Dann endet die Sache deutlich besser für euch. Nur der Marshall kann dafür sorgen, dass den Geiseln nichts passiert. Für einen Rückzieher ist es zu spät. Wir ziehen die Sache durch. Sag dem Marshall, er soll das Schiff vorbereiten, damit wir alle aus der Sache rauskommen, ohne dass jemand verletzt wird. Haben wir verkackt. Also ich. So. Gut. Oh, es wird hell. Marshall? Die Schaubande hält uns alle zum Narren. Ich habe jedes Wort gehört. Er redet zu laut. Ist die Müdigkeit. Die Angst und Erschöpfung machen sich bemerkbar. Sie denken nicht klar. Das bringt uns in eine sehr gefährliche Lage. Die Zeit für Verhandlungen ist vorbei. Du musst tun, was getan werden muss. Wir müssen doch noch irgendwas tun können. Soll ich noch einmal zurückgehen und versuchen, mit ihm zu reden? Nein, du würdest nur deine Zeit vergeuden. Oder schlimmer, sie wütend machen. Das ist zu riskant. Mhm. Okay, die Zeit für Verhandlungen ist vorbei. Ja, du hast recht. Du hast den Jungs eine Chance gegeben. Jetzt müssen sie ihre Suppe auslöffeln. Das Problem ist, dass sie mich und die Wachen ständig im Blick haben. Wenn wir versuchen reinzugehen, sehen sie uns sofort kommen. Ich könnte reingehen. Ich gehöre nicht zu eurer Security, ich könnte sie also vielleicht überraschen. Wenn es sich für mich lohnt, dann schalte ich die Kerle für dich aus. Was willst du? Credits? Ja. Gut, wenn das nötig ist, um die Sache zu beenden, kein Problem. Aber mit den Credits will ich mir eine Garantie kaufen, dass die Geiseln unverletzt da rauskommen. Vielleicht hilfst du erst mal den Leuten und redest dann von einer Belohnung? Also, ich sehe zwei Optionen. Du kannst sagen, dass du die Geiseln sehen willst. Und wenn du drin bist, schlägst du zu. Wenn du schnell bist, kannst du sie wohl ausschalten, bevor sie reagieren können. Aber du musst sie töten. Es gibt aber auch eine Hintertür. Ihre Aufmerksamkeit ist nach hier vorne gerichtet. Vielleicht passen sie hinten also weniger gut auf.
Der Schlüssel sollte passen. Oh, okay. Hintertür. Speicher einmal vielleicht. Schnell speichern. Würde vielleicht mehr Sinn machen. Ich habe keine Ahnung, wie die Sache endet. So, ein Moment. Akira City ist wirklich das Herz des Freestar Collective. So, und dann gehen wir hier mal rein. Nur um sicher zu gehen. Hoppala. Nee, das ist das Falsche. Das hier. Ich habe keinen Schalldämpfer. Ich würde gern wissen. Da unten ist jemand. Hier ist jemand. Das sind drei Leute. Was war das? 4, 5, 6. Ich würde gern wissen. Schaubande. Ich würde gern wissen, wo die Geiseln sind. Was war das für ein Geräusch? Oh oh. Mist, verschwunden. Ich glaub nicht. Alter, du bist im Weg. Alter, ich will da hoch. Ich bring dich um, du Schwein. Also. Auf wen schießt er denn? So, komm. Steh auf! Steh auf! Alter! Da! Nein! Meine Waffe! Alter! Jetzt komm! So, und nochmal Gesundheit. William Crowley? Ist hier noch irgendwo? Herrlich, ganz wie früher. Komm, sag. Das gehört dazu. So, okay. Also. Mit. Was ist denn das denn für eine Waffe? Auch eine Maelstrom. War's das? Ich hoffe, alle Geiseln haben überlebt. Jetzt will ich die Toten hier looten. Gut. Ja. Ich hoffe, das hat keiner gesehen, dass ich das geklaut habe. Den habe ich noch nicht. Ich brauche noch ein paar Credsticks, wenn hier noch welche sind. Vielen Dank. Ah, okay. Die kann man alle looten. Elizabeth Cardwell. Die können alle gehen. So. Gut. Ich hoffe, Sie haben den Marshall bei den Eiern. Ich habe den Tumult gehört. Die Geiseln sind in Sicherheit? Es ist vorbei. Die Geiseln sind in Sicherheit. Den Geiseln geht es gut, der Schaubande weniger. Ach ja? Bedauerlich, aber du hast den Auftrag erledigt und Leben gerettet. Ja. Hier,
Das hast du dir mehr als verdient. Du hast uns aus einer schwierigen Lage geholfen. Und zwar mit Mut, was selten ist. Du würdest dich vielleicht sogar zum Freestar Ranger eignen. Nee. Wenn du Interesse hast, geh zum Turm und frag nach Emma Wilcox. Sie ist für neue Rekruten zuständig. 150 Erfahrung. So, und 3800. Nachdem jetzt keine Leben mehr auf dem Spiel stehen, gehen wir wieder zur Galbank und holen uns die Karten. Ja, okay. Baby. Marco, geht's dir gut? Sie haben dir doch nichts getan, oder? Alles gut. Der Bankraub war irre. Mir geht's gut. Ich brauche nur kurz. Mein Herz schon wie verrückt. Okay, The Rock. Wir gehen zum gelben Tresor. Wirklich gut gemacht. Jo, ich bin jetzt schon ein Held hier. Im Turm so. Ist die Ranger-Zentrale und eine gute Bar. Okay, und neue Story für SNN haben wir auch schon wieder. Was wir da erzählen können. Und deine Atmung. Wieder alles normal. Du bist echt mutig. Meistens. Das muss man dir lassen. Fühlt sich ohne den Schlauch aber schon noch ein bisschen seltsam an. Aber es würde mich nicht davon abhalten, wieder da rauszugehen. Okay, nice. Gehen wir hoch. So, und mit der müssen wir quatschen. Jetzt kommen viele Promis nach Aquila. Ich will vorbei. Emma Wilcox. Brauchst du was? Wolltest du zu mir? Der Marshall hat mich geschickt. Ich habe heldenhaft die Geiselnahme an der Galbank beendet. Ich will mehr über die Freestar Ranger erfahren. Ach ja? Tja, da bist du bei mir genau richtig. Die Freestar Ranger sorgen für die Sicherheit des Freestar Collective und seiner Bürger. Wir jagen beispielsweise Flüchtige, zerschlagen Schmugglerringe, untersuchen Schiffsdiebstähle, bringen Möchtegern-Bankräuber hinter Gitter. Wir tun alles, was nötig ist, um die Leute zu beschützen. Das ist bewundernswert. Klingt, als wäre es gefährlich. Die meisten Planeten haben doch ihre eigene Security, oder? Klar, aber wir Ranger arbeiten im gesamten Raum des Freestar Collective. Das ist bewundernswert. Wie alle wirklich wichtigen Dinge ist es nicht immer einfach. Aber wir machen das Freestar Collective ein kleines bisschen sicherer für alle. Daran glaube ich fest. Du hast sicher viele Fragen. Ich beantworte sie gerne. Ich weiß, was ich wissen muss. Also weiter. Wird die Arbeit bezahlt? Ja, ich habe so ein Gefühl... Warte mal, das ist doch nicht die... Nee, das ist die falsche. Das ist Freestar Collective. Das wollte ich doch nicht. Das ist die falsche Quest. Das leere Nest, das wollte ich hier. Das soll aktiv sein. Hey, hallo. Hi. Helga Dabry. Hi. Ich habe gehört, wie du dich mit der Erz unterhalten hast. Was ist passiert? Hatte Ärger mit einem Schiff der Shaw-Bande im Orbit von Kodos. Musste nach Aquila City humpeln, aber mein Schiff hat's überlebt. War immerhin. Schon eine ziemlich harte Landung. Hatte gebrochene Rippen und ein Schädeltrauma. Und eine der Rippen hat eine Lunge durchbohrt. Hatte länger einen Atemschlauch drin, aber jetzt nicht mehr. Scheint ganz gut zu verheilen. Klingt, als könntest du ein paar Fluglektionen gebrauchen. Du kannst von... Was ist aus dem anderen Schiff geworden? Nun, ich habe es brennend in den Himmel von Kodos stürzen sehen. Ah, okay. Schön, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Nett, dass du das sagst. Ehrlich gesagt, habe ich schon Schlimmeres erlebt. Ich bin eben nicht tot zu kriegen. Ja, und was machst du hier so? Im Moment nicht sonderlich viel. Laut Doc brauche ich Ruhe. In der Zwischenzeit lese ich Meldungen, Berichte und Ähnliches, um mich nützlich zu machen. Wenn ich dann für den Dienst freigegeben werde, weiß ich, was Sache ist. Okay. Jetzt gehen wir aber wieder runter. Wir sind hier einfach mal falsch abgebogen, zur falschen Quest gegangen. Ich wollte mich jetzt denen, dem Freestar Collective, auch nicht anschließen. Zumindest jetzt nicht. War Solomon Cole wirklich so krass? Manche tun so, als hätte er das ganze Freestar Collective eigenhändig aufgebaut. Das ist er? Manches wurde wohl immer weiter ausgeschüttet. Wir übernehmen jetzt. Aber Cheyenne hat er sicher gefunden. Aquila City Security. So, die Galbank. Da müssen wir rein.
So, mit wem muss ich quatschen? Unten, mit jemandem? Okay, gut. Ich gehe hier einfach mal durch. Ich darf das mitnehmen, ist nicht Diebstahl. Das war genug Aufregung für heute. Ja, Schaubande. Wo ging es nochmal runter? Hier ist auch alles wieder hell geworden. Das ist jetzt Diebstahl, okay. Hätte ich vielleicht vorher alles looten sollen. Hier ging es runter. Also gut, die Familie hat hier ein paar verschiedene Schließfächer. Also sehen wir uns um. Hier ist eine Kopie vom Schlüssel. Mhm. Okay, denk dran. Solomon stammt aus einer früheren Generation. Es ist also nicht auf einer Slate. Wir suchen einen Stapel Papiere. Wer ist denn das? Schaubande, okay. Nachricht an Sam, Fernrohr, Sanduhr. Sofort das erste war das Richtige. Oh nein, Jacob. Natürlich hat der alte Esel das kommen sehen. Klingt, als müssten wir mit ihm reden. Ich spaziere in ein Riesendrama. Ich spaziere mitten in ein Drama. Wer ist Jacob? Warum hat er die Karten mitgenommen? Nur ein verbitterter alter Mann, der sich mal wieder einmischt. Klingt, als müssten wir mit ihm reden. Ich wollte eigentlich nicht zum Anwesen. Cora wird stinksauer sein. Sam, red Klartext. Sag mir, wer Jacob ist. Muss das jetzt wirklich sein? Ja. Wir gehen doch sowieso zum Anwesen. Ich werde es so oder so herausfinden. Du hast schon recht. Wir können nicht zusammenarbeiten, wenn du mir nicht vertraust. Es ist nicht deine Sache. Mehr sage ich nicht. Du wirst dich besser fühlen, wenn du es ausgesprochen hast. Ich wette, Cora würde es mir erzählen. Vielleicht sollte ich einfach sie fragen. Das ist mies. Es gibt keinen Grund, die Kleine da reinzuziehen. Okay, schön. Er ist mein Vater, okay? Wir verstehen uns nicht so gut. Er dachte sich wohl, dass ich irgendwann wegen der Karten antanze und ist mir zuvorgekommen. Ich wollte einfach nicht ins Familiengeschäft einsteigen. Danke für deine Offenheit, Sam. Tut mir leid, dass ich deswegen nerve. Mein Vater und ich können uns nicht vergeben. Das ist, Familientradition. Okay, wollen wir? Ja, alles klar. Suchen wir deinen Daddy. So. Nach da oben hin, also okay. Ich will hier mich schon ein bisschen mehr umsehen, aber ich mache jetzt auch erstmal die paar Quests. Ich sag nur, dass meine Familie auf dem ersten Schiff war. Ich der Gründer. Meine Familie kam, wie viel, 10, 15 Jahre später? Der Name meiner Groß-Groß-Irgendwas-Großmutter steht auf der Karte. Trotzdem keine wahren Gründer. Genau, okay. Amira Wolf im Unterhaus könnte jemanden wie dich bestimmt brauchen. So wie du in der Bank geglänzt hast, wird das leicht. Okay, guter Wolf. Bin ich im Unterhaus mit Amira Wolf. Questname gefällt mir schon mal, aber... kümmern wir uns später. Da freut man sich doch auf zu Hause. Ach hier, sind wir schon da. Hat auch ein bisschen was von Tatooine hier. Das ist der Daddy? Sieh an. Sam Cole verdunkelt mal wieder unsere Schwelle. Du weißt, warum ich hier bin. Ach. Und warum bist du zur Vernunft gekommen? Hast endlich erkannt, wo du hingehörst? Ich frage nicht nochmal. Du hast noch nie gefragt. Lass schon hören. Ich will dich sagen hören, was dir wichtiger ist als die Familie. Okay, das war ein Fehler. Der einzige Fehler hier bist du. Dass du deinen Constellation-Lakaien herbringst statt meiner Enkelin.
Willst du Sam helfen, sein Vermächtnis zu plündern? Ihr bekommt die Karten nicht. Punkt. Es geht nicht um dich oder dein Vermächtnis, es geht um etwas Größeres. Boah, zieh mich da nicht mit rein. Sam Coe, ich habe genauso ein Recht auf diese Karten wie jeder andere. Warum genau hast ihr zwei eigentlich so? Ein Coe gehört nur an einen Ort. Und das ist nicht das Sternenmeer, um Gott weiß was zu tun und unsere Zukunft zu riskieren. Ich habe genauso ein Recht auf diese Karten wie jeder andere in der Familie. Ganz genau, Sam. Solomons Vermächtnis gehört uns allen. Aber manche von uns sind hier und halten es in Ehren und manche nicht. Okay, das reicht. Komm mit. Unterhalten wir uns. Allein. Willkommen zu Hause, Sam. Bleib bitte nicht lange, wie du es eben immer tust. Ist schön, unterwegs zu sein. In der Loge wird's manchmal etwas eng. Okay. Augenblick. Okay. Reden wir über unsere Optionen. Was könnte mit Jacob... ich könnte mit Jacob reden. Vielleicht nimmt er Vernunft an. Die Karten müssen doch irgendwo sein. Du lenkst ihn ab, ich sehe mich um. Okay, nicht übel. Gib mir nur kurz Zeit, mich zu stehlen, okay? Runde 2 mit dem alten Esel kann noch schlimmer sein als Runde 1. Sag Jacob nächstes Mal, dass ich mit ihm reden will. Das ist unser Stichwort. Du schleichst dich weg, ich beschäftige ihn. Optional bitte Coral um Hilfe. Optional spricht mit Jacob und ich könnte mit ihm sprechen. Was gibt's diesmal, Constellation? Sei doch vernünftig, wir brauchen die Karten, Jacob. Ablenken, Sam wollte mit dir über etwas reden, oder Sam? Ganz genau. Ich gehe erst, wenn ich habe, was ich will. Hol die Karten. Okay. Jetzt kann ich. Einsteiger. Der hier ist schon mal falsch. Den hier könnten wir machen. Und den hier. Dann... den. Und hier. So, da haben wir die Karten. Ich habe genug von deinen Frechheiten. Raus aus meinem Haus. Gerne. So, Sam, ich habe die Karten. Okay, mal sehen, ob wir das leere Nest finden. Lass mich nachdenken. Soweit ich weiß, waren seine Werte erst ganz normal, dann sind sie abgefallen. Und keine Kreatur, ob Alien oder nicht, hat sich hineingewagt. Da, ich hab's. Oh Mann. Das ist ein Problem. Was es auch ist, wir kommen damit klar. Sag sowas nicht, ich bin sowieso schon nervös genug. Sag mir einfach, was los ist. Das liegt mitten im Grenzland, wie schon erwartet. Da gibt es keine großen Probleme, außer den üblichen Begegnungen mit der Fauna. Aber das leere Nest ist eine Höhle mitten im Gebiet der Shore-Bande. Also der Outlaws, die Galbank ausgeraubt haben. Outlaws bestrafen klingt nach einer tollen Beschäftigung. Verdammt, ich hatte gehofft, dass die sehen wir nicht mehr wieder. Kriminell mit unserem Artefakt? Wehe, sie machen es kaputt oder verkaufen es. So, ich muss einmal kurz einen kleinen Break machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ja, hier, die, verdammt, ich hatte gehofft, wir sehen sie nicht mehr wieder. Wie überleben sie außerhalb der Mauern? Die Banden auf Aquila finden immer einen Weg. Aber sie müssen in Bewegung bleiben, um den Ashtar auszuweichen. Ist vielleicht nur ein Zufall, dass die Höhle, die wir suchen, im Gebiet der Shore-Bande liegt. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ja, okay, Outlaws-Bestrafung klingt nach einer tollen Beschäftigung. Vergiss nur nicht, es geht um das Artefakt, nicht um sie. Wenn es dir Spaß macht, Verbrecher zu jagen, ist das nur ein Bonus. Gehen wir zu der Höhle. Ja, okay, komm. Auf zur Höhle. Ich habe voll Bock, Verbrecher zu jagen, ein bisschen Leute zu erschießen, Erfahrungspunkte zu sammeln. Dann können wir ja nochmal ein paar Skillpunkte hier bekommen, verdienen, investieren.
Achso, ist außerhalb von hier. Die Möhren machen sich gut. Ich muss noch ein paar Kartoffeln ernten. Okay, komm. Wir machen uns Sachen auf den Weg. Scheint ja noch auf dem selben Planeten zu sein. Es ruckelt aber viel gerade, das Spiel. So. Wie weit ist denn das? Reise zum leeren Nest. Also knapp 500 Meter. Aber ich hoffe, wir schaffen das dann. Vor allem, wir können hier einfach so frei rumlaufen. Hier gibt es Tiere. Und Aluminium. Fauna, Flora, Ressourcen 1 von 6. Was sind das für Tiere? Sind die gefährlich? Ein Ashtar. Ist ein Raubtier wahrscheinlich. Alter, was? Mooskiefer? Ich möchte... entdeckt. Alter, wow. Wo sind die anderen Tiere hin? Da. Ein Ashtar. Ich möchte den scannen. Jetzt haben wir ihn. Tag, neuer Schurke. Der ist hinter mir, ja. Autsch! Nein, meine Gesundheit! Alter! Der hat Toxine? Wo ist denn das Viech hin? Sollte man nicht blöd kommen. Wo ist das Viech hin? Da hinten. Okay, spielen wir Höhlenmensch. Nein. Okay, 25 Erfahrungspunkte. Aber wir haben gescannt. Okay, nice. So, hier waren aber noch ein paar irgendwo. Grasender Seestern ist tot. Und hier haben wir nochmal Aluminium. Noch einen grasenden Seestern. Ist wachsam. Aber ich tue ihm nichts. Solange er mir nichts tut. Ein grasender Seestern. Und wir haben hier noch einen Riss. Kobalt. Die Musik gefällt mir gerade gar nicht. Ich habe irgendwie Angst. So, und Kanarienohr. Kanarienrohr. Ja, es ruckelt sehr viel gerade. Da ist noch so einer. Alter, wie viele Tiere sind denn hier? Sehr viele auf jeden Fall. Noch ein Ashtar, ein Elch, Krangorn. Ashtar, bitte weg. Nein, ich will da hoch. Ja, bitte oben bleiben, bitte oben bleiben. Wir müssen unsere Waffen verbessern. Definitiv. Ich hoffe, er stirbt nicht. Ich fühle mich nicht gut.
Ich glaube, der schafft es nicht hier hoch. Und tot. Da ist noch einer aber auf uns aufmerksam irgendwo. Der wahrscheinlich. Okay, aber Gesundheit müssen wir jetzt auch nochmal voll machen. Ah, nur noch 70 Meter. Ja, ich will hier hoch. So, hier hoch und ja, hier nochmal hoch. Ist das das, wo wir hin müssen? Dann würde ich sagen, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge hier, Schaubande. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.